Heute Montag, der 15. November. Heute Vormittag wollen wir erst wieder, also wollten wir gleich früh erst Mutterkühe wissen, diese andere Seite. War natürlich wie immer Montag früh ist immer irgendwas, wie es immer so ist. Da war erstmal von der Weide eine Ferse abgehauen und bei einer anderen Rinderherde rein, die neben uns war, da mussten wir die erstmal wieder bergen. Ging alles zwar gut, aber wie gesagt, wo wieder Zeit. Und die Gute hat nämlich Gründer, die haben wir aber gleich mit reingenommen da jetzt, da die gleich noch besamt werden soll. Und dann haben wir eben Mutterkühe gemistet. Heute Vormittag, da wurden Mittag ran. Jetzt war ich nachmittag noch schnell das Rad für den Miststreuer wiederholen. Das haben sie mir wieder in Stand gesetzt. Das ging, haben sie so auf den Schlauch reingemacht. Das geht. Und jetzt bin ich gerade noch unterwegs mit dem Auto schnell meinen großen Junior aus der Schule holen und wenn ich dann heim bin, will ich dann noch sozusagen hier das Miststreuerrad wieder montieren und besser tauschen. Ich habe hier dabei das geborgte Rad, das wieder runter machen, dass das wieder zurückkommt und das reparierte Rad drauf bauen. Das ist dann im Plan erst mal sehen und dann, was dann noch wird heute, aber ich würde mich dann beim Radwechsel mal melden. So Leute, wie gesagt, jetzt wollen wir ja das Rad montieren. Mein neues Werkzeugset ist ein Ota. Habe ich mir als Geburtstagsgeschenk selber bestellt gehabt. Und dort habe ich jetzt Schlagschrauber, Akkuschrauber und eine Akkuflex als Setzsachen gekauft mit drei Akkus. Zwei 5,5 Ampere und ein 3er. Das ist auch das noch eine zweite Kiste, wo das Ladegerät und die Flex drin ist. Das ist sozusagen der Schrauber. Und so, das ist es im Prinzip dasselbe, würde Kiste nicht abstürzen, dasselbe Schrauber wie der von Wirt, aber der hat eben, der hat mehr Bums, der hat 1400 oder 1300 und zerquetschte Newtonmeter Lösemoment und meiner von Wirt hat bloß 700 gehabt und ich hatte geguckt, ob es von Wirt den Ursachen den großen als Wirt Variante gibt, daher hätte ich das über meinen Händler gemacht, aber der geht nicht. Jetzt muss ich erstmal ins Telefon. Weiter im Text. Das Einste ist, ich weiß nicht, ob dort wieder einer teilweise einen gesoffen hat, dort bei der Erstellung, ich weiß es nicht. Ist ja so alles gut, die Kisten sind alles gut. Aber mit Akku passt es nicht rein, weiß ich nicht. Dort ohne, ich weiß nicht, was sie hier gemacht haben. Aber ich hab's, also mit dem 3 Ampere Akku habe ich auch schon probiert. Das passt nicht rein, weiß ich nicht. Also müsst ihr immer einen Akku abziehen. Ich weiß nicht, ob die das jetzt vor kurzem das Akku-Design geändert haben. Ich weiß es nicht. Also das ist wieder, da kann ich mich schon wieder drüber aufregen. Dass man den Akku abziehen muss. Sonst klack rein. Keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz werden wir den jetzt mal probieren. Ich stelle euch mal mit hin. Wartet mal. Seht ihr, warte mal, seht ihr was? So, Nuss hab ich schon. Ich sag jetzt nicht zu überfeste. Wahrscheinlich schon wieder welche locker gewesen hier. Haben wir bloß mit dem Schrauber und mit dem Seitenschrauber richtig angeknallt, aber das hat wahrscheinlich nicht gereicht. So wie sich das anfühlt hier. So. Rädel runter.
mache ich gleich mal ein Stück weg hier. So. Mache ich nicht drüber vor, mit dem Reifen wurde ich noch. Ich muss erstmal noch ein Stück hoch machen. Das passt noch nicht. Weil das Rad ja ein Stück kleiner war. So, lasse ich nochmal runter, ziehe ich trotzdem mit der Hand nochmal nach. Wie gesagt, du hast ja das Stufensystem hier, 1, 2, 3 und über die App kannst du die auch noch verbinden, den Schrauber. Habe ich jetzt noch nie probiert, werde ich nochmal probieren bei Gelegenheit, dass du die Newtonmeter kannst da sogar einstellen zum Anziehen, muss ich aber erstmal gucken, aber ich knack das jetzt mit der Hand nochmal nach und dann haben wir das schon mal erledigt, wenigstens was auch schon mal, wie gesagt. Funktioniert auch schon mal. Muss man dann mal gucken, ob man dann auch tierischen schweren Sachen dann mal, wenn es wieder gerade ist, das abbringen. Da bin ich ja mal gespannt. Wie gesagt, das war jetzt ja keine schwere Aufgabe. So festgeknallt waren die ja jetzt nicht. Genau, bis später. So Leute, und der Vollständigkeit halber gucken wir dann auf die Flex, dass ihr das auch gesehen habt. So, das ist das System, hier ist noch der 3 Ampere Akku. Der zweite 5,5er Ladegerät und das ist hier die Flex an sich von Milwaukee. So, da habe ich jetzt so endlich mal eine. So, fürs Montieren draußen, wenn du mal was schneiden musst oder so, da ist das schon schöner, wenn du das hast. Ich sag, das, hier ist es gar nicht vorgesehen mit Akku reinzutun. Ich sag, dass so die Fächer passen die hier rein, bloß eben beim Akkuschrauber und beim Schlagschrauber, da passt es nicht hinten rein, aber keine Ahnung warum. Oh, hier denke ich mal wegen Gefahr, dass du nicht auf das Ende rankommst, wegen angehen würde es ja sein, dass das ab ist. Ist ja okay bei der Flex. Aber wie gesagt, bei den Schlagschrauber können sie ruhig dranbleiben. Die Akkus da habe ich ja sonst in die alten Kisten auch gehabt. Aber ist eben so. Gut, ich schaffe jetzt noch das Rad weg erstmal. Dann gucken wir mal, ob noch viel Luft ist da nämlich nicht mehr, dass das wieder zurückkommt. Und dann schauen wir mal ansonsten morgen weiter. Dienstag, der 16. November. Heute früh war der Vater wieder auf der Weide, Vater nochmal gegeben und da war wieder was abgehauen. So ein halbjähriger Bulle, der hat jetzt immer, dann hat der Vater wieder reingekriegt alleine, aber dann hat wieder gleich dann wieder rausmachen, der hat keine Angst vom Draht, sagt er. Hat er angerufen, schnelles Einsatzkommando wieder, da sind wir losgemacht und haben ihn jetzt reingeholt, also aufgeladen, ich fahre gerade rein mit dem Viehhänger. Und haben gleich noch ein paar die Mutter dazu und noch ein paar Kühe mitgenommen. Da ja sowieso für morgen jetzt der Eintrieb geplant ist, Reiteschluss ist vor, es leert nur draußen und doch Zeit ist ran, Wetter ist auch nicht mehr so schön, es ist ganz immer kalt und Wind und deswegen kommen die nur rein. Das ist, wie gesagt, sowieso für morgen geplant, aber da haben wir eben gleich noch ein paar mehr mitgenommen, so hätten wir morgen drei Touren fahren müssen. So haben wir jetzt noch, ich glaube 12 sind jetzt noch draußen auf der Weide. 5 haben wir jetzt mitgenommen. Bringen wir drauf die 6. 2x6 geht locker drauf auf den Hänger. Und da ist eben morgen ein bisschen weniger. Wie gesagt, das geht auch wirklich gut mit dem Hänger, muss ich nochmal sagen. Die Investition hat sich wirklich gelohnt. Das Aufladen ist wesentlich einfacher und besser geworden. Und durch die Gitter hinten dran, die du rumklappen kannst, wie du so einen Fortrichter hast. Da müssen wir noch eine Paneel dazu nehmen, dass wir das wieder zuklappen können, dass sie da vor drin stehen. Also das ist wirklich gut. Und gestern hat man ja die Ferse reingeholt, die gerindert hat. Solche bringst du in der Regel auf den Vierhänger mit der Rampe, wie der alte ist.
bringst du die fast nicht hoch, bist du verzweifelt. Du kannst hinten nicht schieben, weil wenn sie die rindert und du schiebst hinten, läuft sie gar nicht. Und so, die Klappe wollen sie immer nicht so gerne hoch. Die Altkühe, wie gesagt, das geht wunderbar, die kennen das, die huppen hoch, das klappt ohne Probleme, aber alles, was Jungrinder sind, kannst du. Katastrophe. So ist es. Wie gesagt, fahre jetzt erstmal noch heim, die abladen. Und dann muss ich erst noch für den Hofladen nochmal los Zeug ranholen wieder. Und ich würde mich dann später melden. So, wir können nochmal hinten rausgucken schnell. Wie sieht's aus? Dort, sonst haben wir jetzt immer 105er davor gehabt, aber den hat der Vater jetzt mit auf der Weide gehabt, noch zum Siloballen geben. Und wir ja die ganze Zeit schon Silo zufüttern, weil das Futter ja nicht mehr so satt macht. Genau. Bis der Bescheid, bis später. So Leute, ich will jetzt am Hänger noch was, Vierhänger noch was ändern. Wir haben ja die Tür, nicht wundern, der Hänger ist jetzt voll geschissen. Den machen wir immer nach dem Benutzen eigentlich sauber, aber da wir morgen sowieso nochmal, wie gesagt, zwei vorne fahren müssen, sieht der morgen noch viel schlimmer aus und deswegen habe ich das heute gesagt, lassen wir das, machen wir morgen richtig sauber, dann das beide Wetter trocknet das auch nicht so an mehr, das ist wie es ist. Und du hast ja dort immer und ganz vorne, wo du das Tor einhängen kannst und das ist jetzt das Hinterste. Ich hänge das Tor jetzt aus oder will ich jetzt aushängen und mache das hier ganz hinten hin, weil mir das eigentlich auch mal die Zwischenabtrennung, die ist so wie es jetzt ist, brauchen wir nicht. Uns ist das lieber, dass wir was reinjagen können in den Viehhänger und dass wir das zumachen können. Und wie gesagt, wir haben ja dann die Gitter hier. Die Gitter hier, die kannst du ja rumklappen. Da hast du hier wie so einen Vorhof davor, sag ich mal. Und dann nehmen wir ja das eine Panel dazu zum Hin- und Zumachen. Und da kannst du immer welche reinjagen schon, kannst zumachen, kannst dann wieder welchen Vorhof in den Vorhof reinjagen und dann machst du das den Vorhof zu und kannst dann aufmachen, das Zwischengitter hier wieder. Und kannst die dann wieder alle dann zusammen rein oder den Rest dazu jagen, ohne dass der was abhaut. Deswegen ist das so schon besser für uns. Oder wollen wir das lieber so haben, sage ich mal. Genau, das würde ich jetzt machen. Ich muss das Tor jetzt aushängen. Habe ich jetzt schon unten den Splint gezogen. Hier ist ein Splint unten drin. Den habe ich jetzt gezogen und dann kannst du das rausheben. Und dann muss ich die vier Dinger, die Muttis bloß locker machen, Stücke das hinterziehen und dann ist Tor wieder einhängen. Ich hänge euch die Kamera mal mit hin, dass ihr mal gucken könnt mit. Also ganz hinter geht's nicht. Ich muss jetzt lehnen, wartet mal. Was hat's denn nur wieder? Bin jetzt bis hinter, wo so weit wie es geht, da geht's aber. Also das könnt ihr ja noch abschrauben. Das ist aber hier dazu, dass das nicht hin und her kann. Aber der Riegel ist, also müssen wir noch mal ein Stück hinter. So Leute, fertig. Das ist jetzt so das Maximale, was hinten geht. Weiter geht es nicht hin. Wie gesagt, das ist jetzt so, wegen vorbeigeht. Also dort unten passt. Hier oben ist. Naja, wie gesagt, du musst diese drücken, wegen auf und zu machen. Da ist das nicht das Problem, denke ich. Und dann lassen wir das erstmal so. Doch, wir haben es ja bis jetzt den Hänger noch nie voll ausgeladen. Wir hatten jetzt immer bloß mal eine, mal drei. Jetzt doch heute war es das meiste mal fünf mal reingeholt. Aber. Das ist ja erst morgen dann richtiger Eintrieb und dann sagt 2x6 sollen rein, das passt ja auch, wie gesagt. Aber da muss eben das Türchen noch hinter. So, wartet mal. So, das sieht so aus. Doch, das können wir verschmerzen, aber wie gesagt, weiter hinter geht nicht. Dann müsste das Ding ab und das abgeschnitten werden, das will ich auch. Also, der Griff oben da, das will ich aber nicht. Das ist eben dafür da, dass sie das Gitter nicht
sonst könnte ich das hochdrücken und da würde das, weil das dort ein bisschen Spiel hat eben die Löcher, da würde das dann eben raushängen oder täten die es aushängen. Machen wir mal so, so oder nein, machen wir jetzt leider den Splint wieder rein. Zack, gesichert, fertig. Jetzt noch sauber machen, machen wir morgen. Vollgeschissen. Wird da sowieso morgen alles wieder und da. So, sonst haben wir es jetzt immer gemacht, aber. Und da machen wir es. Das trocknet ja nicht mehr so an jetzt. So. Türchen zu. Das auch noch. Oh, ich muss ja sagen, also die haben sich wirklich Gedanken gemacht. Du hast so viele Kleinigkeiten, was du zum Türen festmachen und so. Also das funktioniert jetzt nicht mehr, deswegen ist der Bügel. Dann kannst du, wenn du das Gitter da hättest und das so rum machst, kannst du das dort drauf hängen, dass das offen bleibt. Das brauchen wir aber nicht mehr. Dann hast du hier oben so ein paar Haken, wartet mal. Die, dass du das über das Seitengitter dort drüber hängst oben, dass das Türchen da fest ist. Dann hast du hier auch die Stange noch. Die kommt hier hin und da vorne. Hier drauf sozusagen ziehst du bloß den Splint ganz hoch raus, hier rein, dass du unten nicht durchmacht. Und solche Sachen. Wartet mal, war hier vorne noch was Wichtiges? Nee. Nee, war nix. So, das gleiche ist hier oben mit der Stange, da oben Befestigung ist gut gemacht. Und dann hast du eben zusätzlich noch die Stange, die kannst du da rausmachen, dann kannst du die hier in die Löcher hängen, dass die Tür auch orientiert ist nochmal. Wenn du zum Beispiel auf den Beton umlädst oder was, dass die Tür das Gitter dann umhält, dann draußen auf der Weide steckst du das ja bloß, den Latsch drauf und dann stoppst du das hier in der Erde und dann hält das auch. Also wie gesagt, da sind schon durchdachte Sachen dran, so Kleinigkeiten, was so die tägliche Nutzung einfacher macht, sage ich mal so da. Das passt schon. So, zu das Ding. Gut. Ich gehe jetzt Mittagessen, melde mich später. Mittwoch, der 17. November. Heute Vormittag, wie gesagt, die Rinder reingeholt, hat alles super geklappt. Wie gesagt, waren zwei Turnen nochmal gewesen. War ohne Zwischenfälle alles geklappt, alle wieder drinnen. Dann mit Vormittag noch die Hängersaugung gemacht, dann wurde es auch der Vormittag rum. Dort müsste ich ja noch hin und her spannen im Stall und dann doch ein Viehhänger, der war ja nur oben. Viel so eingesaut. Aber naja, wie gesagt, der ist wieder sauber. Ausgekerkert und gut. Und jetzt bin ich mit dem 105er unterwegs und habe mir einen 6-Tonner dran gemacht. Weil die ja in der Hofhühner mal reichlich einen halben Silo-Ballen haben. Mit der Rundtrophe, was wir ja draußen zum Zufüttern haben. Und der ist aber gestern erst gegeben. Das wäre schade ums Füttern. Den hole ich jetzt noch heben. Das können wir ja heute Abend noch mit verfüttern im Stall. Genau. So, die Kamera noch mit ein bisschen hinklemmen. Da können wir noch ein paar Aufnahmen machen. Und dann bis später.
So Leute, das was die nicht gefressen haben, wir haben ja Stroh erst noch am Anfang zugefüttert, die Rohre vom Silo, was auf die anderen Stellen, das habe ich jetzt noch mal länger geladen, das redet auf Misthaufen mit, wie gesagt, da, dass das weg ist von der Wiese, dass das sauber ist. Und das war's für heute. Bei uns ist ja Feiertag, Fuß- und Bettag ist ja heute. Ist ja bloß in Sachsen, wenn ich so richtig weiß. Und dann ist noch eine Stunde, wie gesagt, jetzt ungefähr in der Richtung da. Wie gesagt, noch ein bisschen Feiertag kurz und dann geht es schon ja, wieder. Der Stall ist ja nur mehr Arbeit. Stall gucken wir mal sehen, morgen oder übermorgen noch mal rein. Heute ist ein bisschen Unruhe da. Deswegen, ne? Und morgen Vormittag muss ich erst mal sehen, habe ich erst noch einen Termin. Und je nachdem, mal gucken, ob da morgen überhaupt noch was wird. Also vormittags mal sehen, nachmittags nicht oder nicht, also immer was im Plan. Müssen wir mal schauen. Je nachdem würde ich mich dann melden. Freitag, der 19. November. Gestern war nicht bei mir geworden, da hatte ich Kinderdienst. Und heute Vormittag war ich wieder Schlachten von Hofladen gewesen. Und jetzt Nachmittag war ich noch ein bisschen Weidemulchen, bin aber nicht fertig geworden, weil sich die Keilriemen aufgelöst haben am Mulcher. Das ist der Rest davon hier vom Schützenfest. Und ich hatte jetzt, du siehst ja Keilriemen, wenn die Maschine neu ist, du siehst nochmal nachspannen, hatte ich gemacht. Oh. Ich überlege gerade, ich habe die ersten. Nach 5-6 Hektar, wo ich die gemacht hatte, den ersten Tag hier, da habe ich die hatte ich nochmal nachgespannt. Die waren ein bisschen locker gewesen. Also, wie locker, du kannst die ja sollst die um so, ich glaube, um 90 Grad, so eine Viertelrunde sollst du die verdrehen können. Da habe ich geguckt, das war ein bisschen mehr, habe ich nachgespannt auf das passende Maß und da hat das gepasst wieder. Und jetzt war ich mulchen und dann, also, ich war draußen weiter nachgemulcht, bin noch nicht fertig. Und dann da hat es blaue Qualm, habe ich ausgemacht, da war es aber schon zu spät. Also, und so wie die zerbröckelt sind, also das habe ich auch noch nicht gesehen, dass mein Keilriemen abpfeift, ja. Und der Schlosser war gerade jetzt noch durch Zufall, da habe ich mit ihm noch geredet. Da ist hier, der hat gesagt, dass wahrscheinlich die Keilriemen minder Qualität sind oder schlechte Charge erwischt oder so. Habe jetzt meinen Händler angerufen, der will sich um neue kümmern, aber ich habe bei meinem Schlosser leider welche bestellen lassen. Da habe ich dann leider einen Satz Reserve da, wenn ich wirklich noch welche auf Garantie kriege, damit ich morgen weiter mulchen kann, eventuell, dass sie morgen früh noch da sind. Und dann würde ich mich morgen früh melden, wenn ich mehr weiß. Bis dahin. Samstag, der 20. November. Keilriemen nicht gekommen. Ja, wie gesagt, die verzeihen in der Zeitkatastrophe. Wahrscheinlich dann Montag oder Dienstag. Mal gucken. Hoffen wir mal. Aber wie gesagt, dann ich habe jetzt gerade noch schnell hier das schon mal entspannt wünschen, dass das so weit runter ist. Und ja, wie gesagt, das hier. Bröckelhörner. Wie gesagt, dass das in Keilriemen zerflattert, ja, aber nicht so. Also das habe ich schon nie erlebt. So. Dort beim Mähwerk ist es auch schon passiert, dass man was aufgegeben hat und Keilriemen abgebrannt ist oder was, weil es gefitzt hätte und die alt waren. Aber weil sie alt waren eben und weil es gefitzt hätte. Aber so, ne, wie gesagt. Also ich denke, dass das an die Keilriemen lag. Wie gesagt, der Mulcher an sich kannst du auch hier drehen. Wie gesagt, das dreht alles wunderbar leicht. Und die Welle hier. Ja, also, wie gesagt, dort arbeitet, da habt ihr ja gesehen, arbeitet gut, das passt alles. Das liegt bloß an die Riemen, die waren irgendwie nicht. Aber wie gesagt, da kommen wir neue drauf, dann, und dann funktioniert das wieder, bin ich mir ziemlich sicher. War ja bei dem alten, das genau dasselbe Prinzip auch, beim alten Mulcher mit 4 Keilriemen, die gab es nie Probleme. Ich habe da, die waren ja schon drauf, wo wir den gekauft haben, und in der Zeit habe ich die Uni neu gemacht, aber ist eben so, aber sagt damit kann ich, ist nicht so schlimm, das stört mich nicht ganz so, weil selbst scheiße, dass ich jetzt nicht weitergekommen bin oder gestern nicht vorangekommen bin. Heute sowieso mit Mulchen scheiße, weil wir heute so Pisswetter haben, und dann werden wir mal sehen, ich melde mich später nochmal. So Leute, Nachmittag so gut wie rum heute. Heute nicht weiter geworden, Innendienst habe ich heute gemacht, ich wollte erst was waschen, aber der Vater, der hat dann schon angefangen mit waschen. Und da hat der, also wie gesagt, der hat einen Teil heute gewaschen. Einen kleinen Wender, einen großen Wender hat er gewaschen. Das kleine Trommelmähwerk. Und einen Ladewagen. Das ist gewaschen heute schon mal, das ist schon mal gut. Wie gesagt, ich habe drinnen ein bisschen mal was gemacht. Da, das so, wie es der Plan war, nicht geworden ist. Und die ziehen euch jetzt immer schon ein bisschen eher rein, wie gesagt, weil das Wetter auch nicht mehr so ist. Und
ist heute eigentlich unser letzter Tag mit Weiden. Ist Schluss jetzt hier bei den Damen. Die roten Striche, wenn ihr euch fragt, ist noch von der Blutprobe. Hatte ich ja erzählt, letzte Woche war ja Blutprobe gewesen. Dann haben wir bloß die großen Ziegen gemacht, alles von Discher Dilemma. Werden noch nie gemacht, erst Jahr drauf. Und wie gesagt, die haben ja jetzt, war ja erst da über dem Weg noch Weiden, das war dritter Durchgang, der dritter Schnitt sozusagen, was die geweidet haben. Und hier bin ich jetzt auf dem, ich überlege gerade, das ist der fünfte Weidedurchgang jetzt hier gewesen und das der Streifen hier raus, das ist wäre der sechste Weidegang. Aber ihr seht schon, die fressen das ganz schlecht bloß noch, weil das schon eben nur nicht mehr besonders ist. Und deswegen ist jetzt auch Schluss mit Weiden, wie gesagt, dann ist ja hier auch sechste Mal und drüber Weiden wegen die Würmer. Das ist dann ein bisschen, wie dann so die fressen, auch wenn es nicht so dolle ist. Und deswegen ist es Schluss, wie gesagt, wir haben am 20. November, was wollen wir mehr, also sind die schon wieder lange gekommen. Deswegen, da hinten die Ecke hinter der Halle, so, die werde ich dann noch für die, können die Gänse noch ein bisschen abschnappern dann die nächsten Tage bis Weihnachten. Und den Rest tue ich mit dem Mulcher noch mal drüber, dass das ordentlich ist, auch wenn dann die Keilriemen da sind. Machen, so ist der Plan. Und genau, so, also wie gesagt, da kann ich dann auch mal sehen, vielleicht mache ich es morgen schon, das Weidezeug alles abbauen für die Ziegen, dass dann bald der Mulcher wieder einsatzbereit ist, dass wir mulchen können. Und jetzt holen wir die Damen eben rein. Fall rüber und dann geht's los. Man sagt hier selber, dass das ist. Fressen die schlechter, weil das ist dann. Ja, die Zeit war auch nicht mehr ganz so viel und das wächst jetzt auch nicht mehr so. Und deswegen. Na komm, meine Gute. So ist das eben. So. Und so. Haben sie es wieder gemütlich drin. Genau. So, Leute. So, das soll es die Woche gewesen sein. Gefühlt irgendwie die letzten drei Wochen, also nach dem Urlaub, seitdem macht es wohl keinen Tag, aber irgendwie so richtig viel passieren tut irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Hier und da und dort und mal überall, aber nicht so. Richtig vom Gefühl her, also man ist schon noch was geworden, aber nicht so die, wie man sich sonst so schnell vorstellt oder so, sag ich mal. Egal. Hoffen wir mal, dass nächste Woche besser wird. Also nächste Woche muss Waschen auf alle Fälle fertig werden. Das muss auf alle Fälle nächste Woche werden dann. Genau, in diesem Sinne, Leute, besten Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.